hier. Ich habe in den letzten, ja, man kann fast sagen, anderthalb Tagen versucht, Resident Evil 7 mit dem Pulsmesser, mit der VR-Brille an den Start zu bringen. Natürlich auch mit den Funken. Müsste jetzt laufen. Und deswegen, weil das alles eine begrenzte Haltedauer hat, vor allen Dingen auch einfach, weil die Akkus natürlich irgendwann leer sind und vor allen Dingen auch, weil ich vorhin schon leere Controller hatte und das jetzt nicht wiederholen will, starten wir einfach direkt ins Spiel. Resident Evil 7, Intro, skippen wir jetzt mal, vielleicht baue ich es für den Schnitt später ein, aber auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen mit Ethan an der Location, an der sein Ende mehr oder weniger beginnt, denn es ist das Baker House und da gehen wir jetzt mal rein und suchen vor allen Dingen nach unserer Freundin, die uns plötzlich eine Nachricht geschickt hat, 3 Jahre nachdem sie vermisst wurde. Und deswegen gehen wir direkt rein. Das ist jetzt so ein bisschen das Setting und ich wünsche alle, hallo, Grüße an alle, die gerade reinkommen, aber ich muss jetzt leider meine Augen bedecken. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es funktioniert. Ich stell mal um. Habe ich extra vorbereitet. So, ich hoffe, dass die Autocam jetzt auch scharf stellt. Ja, okay, es sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt habe ich aber immer noch diesen Mauszeiger, der irritiert mich. Weg mit dem. Okay. Liebe Menschen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit dieser Brille Resident Evil 7 mit der Mod ausprobiere. Ja, die Arme sind natürlich so ein bisschen, es funktioniert alles nur so halb, aber es funktioniert. Und den Pulsmesser habt ihr auch. Ja gut, der ist jetzt, weil ich mich eben hier ganz schön hin und her zwängen musste, bis alles lief und Raum abgemessen habe, dann nochmal schnell rumgelaufen, schnell was zu trinken geholt. Das wird sich gleich wieder einpendeln. Ihr seht was, ja? Okay, gut. Keine Sorge wegen der Wand. Ich weiß, wo die Wand ist. Es wird immer hier, wenn ihr meinen Spielbereich seht, ja, okay, da ist vielleicht der Green und dann geht es so weiter. Also man kann eigentlich nicht wirklich irgendwo gegenrennen, aber ich sehe auch, wenn ich will, sehe ich unten ein bisschen durch die Brille durch. Okay, ich werde jetzt immer wieder auch ein bisschen erzählen, aber ich werde auch vor allen Dingen versuchen, die Atmo mitzunehmen, die einem das Spiel bietet. Grafisch habe ich alles versucht, was geht. Es gibt ein paar Schattenfehlerchen, ab und zu flackert was, aber insgesamt ist die Illusion doch ziemlich gut. Wie gesagt, hier ist das Haus, wir suchen unsere Freundin. Ja, und ich meine, das sieht schon mal nicht so gut aus. Brechreizalarm in solchen automatisierten Sequenzen. Es ist, wie gesagt, eine Mod und kein natives, unterstütztes Feature der Entwickler. Ich gucke ab und zu, ob alles bei euch okay ist. Jawohl. Okay, da öffnet keiner. Das ist soweit nicht wirklich Verdammt. Überraschend. Und dann gehen wir einfach mal hier zum Rückwärtsgang. Nicht der Rückwärtsgang, zum Hintereingang. Man kann natürlich auch rückwärts gehen. Ich gehe immer so ein bisschen mit, aber ich habe natürlich hier nicht den Raum und hätte gerne mal eine von diesen Tretmühlen, wo man dann so, nicht Tretmühlen, aber ihr wisst schon, was ich meine, wo man in Socken in so einer Schüssel rumläuft und das Gefühl hat, man läuft auch wirklich. Das ist der Newsvan einer Art Geisterjäger, die irgendwelchen mysteriösen Phänomenen nachgegangen sind. Hier haben sie wohl auch ihr Ende gefunden. Allein das, wenn ihr jemals irgendwo sowas seht und dann sowas seht, geht einfach nicht rein. Dann lass die Freundin halt da, wenn sie will. Ist doch ihre Wahl, wo sie sich Immobilien kauft. Okay, das waren die Sewer Gators, genau. Ich versuche das immer links zu drehen, damit ihr rechts den Text einmal sehen könnt. Okay, wir wissen das natürlich schon, was mit ihm passiert ist, denn wir kennen das aus dem Prolog, der damals rauskam, der so ein bisschen die Bakers schon mal gezeigt hat oder einen der Journalisten im Haus der Bakers, sagen wir es so. Geht auch noch alles. Ich bin total paranoid, dass es läuft. Ich bin total fasziniert. Immer noch nach all der Zeit. Okay, nicht unbedingt so, dass ich meine Hände sehe, wenn sie dann so aussehen, aber es ist insgesamt doch schon eine geile Erfahrung, einfach sich in einem virtuellen Universum wiederzufinden und dann auch noch so ein schönes wie Resident Evil. Okay, jetzt halte ich aber auch langsam mal ein bisschen die Fresse. Aber wir sind ja auch noch am Anfang. Ich hätte vielleicht meine Höhe ein bisschen einstellen sollen. Sie ist nicht hundertprozentig. Er geht ein bisschen in die Knie, aber das ist egal. Wir werden noch viel knien in diesem Spiel. Das frage ich mich ohnehin.
wie das Verstecken funktionieren wird, ob es funktionieren wird. Denn dazu muss ich in die Hocke und das muss ich hier physisch auch. Und ich weiß nicht, ob die Kameras das alles mitnehmen können. Oh Mann, und jetzt so ein Spiel wie Grounded. Ja, hier an den Sägeblättern sieht man so ein bisschen diese seltsamen Lichtfehler. Überall da, wo eine Reflexion sein sollte. Und ich habe da wirklich schon alles umgestellt. Okay, ich kann also auch. Ich muss also sogar, weil es ist ja dann doch kein Spiel für die VR. Ich muss manuell in die Hocke gehen. Okay. Das ist aber auch geil gemacht, Leute. Da tropft einem der Gammel direkt in den Mund. So, ich muss ab und zu versuche ich mich so hinzustellen, dass ihr auch was seht. Sie reden sich da in eine Rage hinein, Herr Kretschmer. Hier draußen werdet ihr sehen, ich bin jetzt auch mal ein bisschen leiser, hier draußen werdet ihr sehen, dass die Lichtverhältnisse, alles ist natürlich sehr hell und auch teilweise noch ein bisschen low texturiert, finde ich. Liegt natürlich auch an den Einstellungen, aber drinnen sieht es dann gleich nochmal geiler aus. Das ist halt ein Spiel für drinnen. Ah, das Haus, ne? Alter, Nasenkamin, die Augen, riesige Kamine. Okay, da bin ich, glaube ich, beim ersten Mal, als ich hier war, einfach so dran vorbeigelaufen, habe so gemerkt, okay, Tasche. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man ja, dass da auch ihre Schuhe liegen. Da liegt generell ganz viel, wahrscheinlich alles von ihr. Oder, ja, es ist, glaube ich, eine Frau. Wir haben hier ihren Führerschein. Und wenn das noch nicht reicht als Zeichen, dass man da eventuell wieder weggehen sollte. Alles für die Frau. So, Inventar habe ich hier. Da könnt ihr euch dann die Sachen gucken. Die E-Mail von Mia. Warum eigentlich nicht? Kurz mal angucken. Komm und hol mich. Das ist immer so ein schlechtes Zeichen. Wenn jemand sowas ohne Erklärung schreibt, dann hat er das nicht selbst geschrieben. Dieses Blatt majestätisch einfach so zu Boden fällt, es ist wunderschön. Also, wenn ich nicht wüsste, was hier drin passiert, würde ich wahrscheinlich, naja, kann man schon was draus machen. Dann machst du so Airbnb, rustikal, für Kenner. Ja, okay, das muss weg. Das muss auf jeden Fall weg. Das ist ein bisschen zu spitz. Da schneiden die sich dann dran, an den ganzen rostigen Zacken. Ja, was ist so charakteristisch für ein Haus im Wald? Nee, nee, das muss wirklich weg. Die Leute denken, das wirkt sehr unfreundlich. Naja. Nö, dann nicht. Dann bleibe ich hier mit meiner Familie und esse alle, die vorbeikommen. Ja, das können Sie natürlich machen. Ist Ihr Grundstück, ne? Okay, Leute, jetzt fängt die Scheiße an. No! Mal kurz eine Sache machen. Ja, und zwar muss ich die Lautstärke erhöhen. Bei mir, das hat für euch, glaube ich, keine Relevanz. Zumindest hoffe ich das. Wir werden es nie erfahren. Nö, sieht okay aus. Okay, und das ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist auch die Küche, die wir in der Demo, in der ersten Demo zu Resident Evil gesehen haben. Nee, das nicht. Das gebe ich schön den Kindern in der Schule mit. Das muss hier keiner sehen. Auch dieses Hühnchen. Hier die Beine. Oh, ist das geil. Ich liebe es, mit der virtuellen Umwelt so zu interagieren, dass man echt das Gefühl hat, okay, hier ist eine richtige Physik-Engine am Start. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Das kriegen die in manchen US-Städten, kriegen die das am Abend hin. So, einmal die kunstvolle Drehung. Wenn ich mich zu viel hier physisch drehe, dann habe ich das Kabel irgendwann verwickelt. Das Kabel ist, boah. Andererseits, man weiß ja nicht, ob es nicht vielleicht verdient hat. Ne? Ah.
Okay, sowas ist furchtbar. Aber es ist, wie gesagt, nicht dafür gedacht. Ja, das, der innere Monk ist dadurch befriedigt. Das ist halt der Vorteil an VR, dass man sich diese ganzen Sachen auch mal so richtig genau angucken kann. Wobei man sagen muss, es war ja eigentlich ein Spiel aus der First Person. Da hat man dann ja doch schon einen guten Blick auf die Dinge. Man sieht nur irgendjemanden, da ist jemand in der Tür. Aber so wirklich sehen kann man da eigentlich nichts. Ah, okay. Da ist dann Dietrich Time, die ist aber noch nicht. Falls ihr euch wundert, warum das so aussieht, ich habe hier gerade ein, zwei Sachen gelesen zum Thema Texturen. Ich habe hier natürlich, damit es, also es ist, wie gesagt, nicht nativ. Das heißt, für die, die sich damit nicht befassen, dass das Spiel zweimal auf meinem Rechner, ich würde gerne zeigen, aber zweimal auf meinem Rechner läuft. Einmal in einer perspektivisch verzerrten Perspektive, die ich euch nicht zeigen kann, weil die total widescreenig ist. Das ist das, was hier ankommt. Und dann das Bild, was ihr seht, ist nochmal das zweite berechnete Bild von dem, was ich gerade sehe. Und dadurch, dass das zweimal berechnet wird, ist das ganz schön anstrengend für so einen Rechner. Und deswegen habe ich alles ein bisschen auf Mittel geschraubt. Also es gibt deutlich schärfere Texturen, dann wird es hier auch besser aussehen. Aber dann bräuchte ich auch eine native Version der VR und nicht so ein zusammengeklöppeltes Mod-Ding, was halt einfach mega alles abfrisst an Hardware. Plus, es geht sicher immer noch ein bisschen besser, aber ich habe echt lange Zeit investiert. Bei manchen Einstellungen läuft es gar nicht. Ich bin froh, dass es jetzt läuft, ohne allzu große Grafikfehler, aber die Textur, ja, wenn ich das jetzt nochmal neu machen würde, würde ich wahrscheinlich auch hochstellen. Ich meine, kann man das nicht sogar hier, nee, hier nicht. Wie komme ich denn hier ins Menü? Das geht halt nicht, weil es nicht dafür gedacht ist, ne? Wir können es mal probieren. Ja, wobei, ich habe Angst, ich habe zu viel Angst, dass wenn ich jetzt was mache, oh, ich habe schon was gemacht. Dass wenn ich jetzt was mache, dass das dann nicht läuft. Es ist mir doch lieber, erstmal so zu spielen. Es sieht, wie gesagt, nicht so hundertprozentig geil aus, aber, und ihr müsst halt nur wissen, es geht noch besser. Ich glaube, wenn ich dann am Ende bin von meiner kleinen Showtime heute, ich habe um 8 Uhr eine Restaurantreservierung mit mir selbst, also, nee, um 10. 8 wäre knapp. Und deswegen werde ich nur so 2 Stunden in VR wahrscheinlich verbringen. Und am Ende stelle ich einfach die Texturen nochmal hoch, da riskieren wir nochmal alles. Vielleicht läuft es ja. Ja, unangenehm, undefinierte Fotos. Aber guckt euch das doch einfach mal genau an. Die haben sich echt schon Mühe gegeben, dass das auch nicht einfach nur verranzt aussieht, so Videospielverranzt, sondern die haben sich hier echt manuell den Kram überall hingebröckelt, sich überlegt, wie das hier aussehen soll, wie viele Paneele. Es ist, man merkt einfach runtergekommen, to the max. Und hier braucht man eine Sicherung. Nein. Da frage ich mich, haben die Bakers irgendeine magische Fähigkeit, mit der sie das dann machen können? Oder saß da jemand mit so einem kleinen Seil für die letzten 20 Minuten hinter dem Sofa und hat drauf gewartet? Aha, eine Zelle, das ist ein ganz normaler Raum. Den hat man einfach in so einem Haus. Dieses Kabel irritiert mich gerade hier. Ach, das ist das Stromkabel. Da, der Stein erzeugt Strom. Das sind die Bakers. Da waren sie noch eine relativ normale Familie, könnte man sagen. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie nicht, so wie sie geworden sind. Sie können vorher eigentlich nur besser gewesen sein. So, kurz mal checken. Ihr seht noch alles? Ja. Okay, ich glaube, hier finden wir nichts. Dann gehen wir jetzt mal geschwind raus. Gibt ja noch genug Räume. Das zum Beispiel. Oh, da ist der Knopf kaputt, das sehe ich doch schon. Oh, Moment.
Und schon will man den Knopf da eigentlich gar nicht drücken. Okay. Dann drück mir doch mal den Knopf. Aber nee, der geht natürlich nicht, weil der Strom nicht da ist. Oh. Hallo. Okay, die Kassette wird jetzt natürlich angeguckt. Aber auch da brauchen wir Strom. Shit. Also wir brauchen eine Sicherheit. Doch, nee, obwohl das ist eigentlich komisch, ne? Der Strom geht. Ach, könnte ich nicht einfach eine Sicherung austauschen? Nee. Ich wollte es direkt mit der Hand machen, als wäre ich in Half-Life. Ich werde demnächst mal eine Half-Life-Woche machen, wo ich alle Half-Life spiele, weil ich den Alex-Teil noch nicht gespielt habe. Und das will ich unbedingt mal machen. Okay, das gucken wir uns erstmal an. Ach, das ist von den Journalisten möchte ich sie nicht nennen. Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Sehr schön, dass es ein spielbares Video ist. Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau, wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Ja, besser nicht mit dem Moderator diskutieren. Wenn der weg ist, musst du den Scheiß alleine machen. Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gib einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl... Das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber... Ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir. Was war das denn? Hast du es gehört? André! Wo zum Teufel ist der?
bist du, Mann? Da haben die extra noch einen Videorekorder gekauft, damit sie sich das Video angucken konnten. Soll das ein verdammter Witz sein? Alter, da werde ich sowas von nicht reingehen. Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Alter, jetzt geht er da halt echt rein, ne? Der konnte den Redaktionsleiter eh nicht leiden. Dann kann man doch easy einfach abhauen. Hab's jetzt voll die Blair Witch Vibes. Du zuerst. Was? Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Alter. Also. Ja, ja, ist gut, komm. Du zuerst. Maul. Oh. Okay, das ist der Green. Was siehst du? Was ist? Ach, es ist halt wirklich Blair Witch. Ich habe schon komplett vergessen, wie Final Fantasy, wie Resident Evil 7 anfängt. Okay. Okay. Puh. Mann. Das ist kein Bestseller. Der Schnitt ist ja furchtbar gewesen. Okay. Ja, dann mache ich dasselbe jetzt natürlich auch. Einmal kurz vorher gucken, ob bei euch alles gut ist. Ja, sieht soweit okay aus. Sagt mal ruhig Bescheid, wenn irgendwas, wenn es zu viel wackelt oder irgendwas in irgendeiner Form besser gemacht werden kann. Bis dahin würde ich einfach alles so weitermachen. Oh, wie schön! Das ist ja richtig geil. Da möchte man unbedingt hin. Oh. Oh, shit! Verdammt! Die eine Sache, die nicht passieren sollte. Da ist es. Das schmutzige Todesrohr. Das alte Brackwasser. Ja, geil, noch tiefer. Ja, du bist aber auch ein alter das Madenhotel. Hotel Made. Wir sind leider ausgebucht. Also haben Sie nicht noch irgendeinen kleinen Augapfel frei? Nein, die Augäpfel gehen mal als erstes weg. Die will jeder. Können hier doch nicht 3 Wochen nach dem Tode herkommen und denken, Sie kriegen noch einen Raum.
Oh, das ist ja ein Albtraum. Aber immerhin ist dieser Deckel noch drauf. Das ist auf jeden Fall nicht der ideale Lagerbehälter für Spritzen. Ich weiß nicht viel, aber das weiß ich. Mir? Hm. Jawohl. Ja. Das wollen wir nicht, ne? Okay. Mir san mir. Die holen wir jetzt. Die machen wir schön die Kette auf. Dann kriegen wir lecker Essen gemacht für mindestens eine Woche. Ich glaube schon. Das ist es wert. Wie in einer guten E3-Präsentation mache ich diese ganzen Bewegungen einfach mit, auch wenn es überhaupt nicht keine Relevanz hat. Oh, ich erinnere mich. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Da, Mann, Ethan! Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Alter. Für schlechte Zeiten. Ein Dutzend Torsos. Ah ne, das sind irgendwelche Tüten, ne? Da ist alles Mögliche drin. Leipziger Allerlei. Das ist alles so eklig und das muss so stinken. Ja. Mia, Schuhe. Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Ah, das alte, vollgefurzte Sofa. Sie ist weg! Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Du hast doch gerade eben erst gepennt. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Puh. E001 steht da drauf. Oh ja, okay. Das ist wahrscheinlich Oma Baker. Diese Puppe da hinten, da habe ich doch jetzt schon keinen Bock mehr drauf.
Das ist ja genau die Puppe, die auch, also glaube ich zumindest, die auch in Final, was will ich mit Final Fantasy? Ich spiele das doch nicht mal. Resident Evil. Es gibt so viele Resident Evils einfach, dass ich mittlerweile bei Final Fantasy angekommen bin. Resident Evil 8 Village. Da gibt es diese Puppen in Shadow of Rose, den ich auf YouTube für euch auch gespielt habe. Interessant, dass man die, also ich bin mir ziemlich sicher, das sind ähnliche Puppen, wenn nicht sogar dieselben. Aber ich nehme die Puppe noch schnell mit. Die ist vielleicht Geld wert. Oh, okay, Frau, ey. Ständig ist irgendwas. Mia? Du hast die Tür gefunden. Nicht mehr irgendwo eine andere Tür. Ist das die einzige Tür? Vielleicht soll ich einfach hier unten leben. Nie wieder hochgehen. Oh, hier, da. So. Wenn du gleich nicht noch klingelst. Ah, da ist Tochter Baker wahrscheinlich wieder die ganze Nacht am Telefonieren. Oh, eine Karte. Das ist aus der Zeit, als man sich seine Pornos noch selbst malen musste. Ich bin gerade auf so einem starken rechten Arm. Naja, wir hatten ja nichts. Geile Atmosphäre mit dem Regen. Das ist einfach nice. Das funktioniert immer. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Oh, nö, ernsthaft? Das ist das erste Nachtkästchen hier, das erste Medizinschrank, den ich nicht aufmachen darf. Ich glaube, in der Demo hat man hier eine Waffe gefunden. Nächstes Resident Evil nur noch mit Dietrich. Ich höre da Morsezeichen raus, und zwar SOS. Dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang ist, glaube ich, SOS. Alter, der Power bekommen. Au, 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 au! Alter! Die ist ja krass. Mia, warte, warte! Nein, hör auf! Au, au, stich, stich! Au, immer in die Hand! Jetzt hör doch mal auf, Mädel! Ah, ich will doch auch noch... Oh, da kann ich gleich hingucken. Ich guck woanders hin.
Da freut er sich. Ja, jetzt tut's dir leid, oder was? Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Hui! Jetzt weiß ich natürlich nicht, was hier RB ist. Aber ich will's rausfinden. Ich habe das hier wahrscheinlich gar nicht, ne? Weil ich hier nur ein... Ja, ich habe nur einen R-Button und das ist halt wahrscheinlich zum Schießen ist der geswitcht worden. Deswegen muss ich es wahrscheinlich alles übers Menü machen. Alles auf Axt! Ich bin tot, Ethan! Ich kann nicht... Axt! Axt! Ich bin schon wieder mit Wasser! Axt! Axt! Nein! Au! Au! Nein! Nein! Axt! Axt! Lass mich nicht! Bitte! Ja! Verdient! Ja, jetzt bin ich aber auch fertig. Das hat einen ja richtig mitgenommen. Das ist ja lustig. So ein kleiner für Alchemie oder was? Oder ist das von Dark Souls? Auf jeden Fall sehr viele schöne alte Bilder. Ich hätte aber lieber gerne noch mal so ein bisschen so Energie und so. Eieieiei. Da hat die jetzt... Kann ich die Axt nicht nochmal nehmen? Ich denke nicht. Oh, hoffentlich ist das jetzt nicht die Polizei. Du hättest echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Aber wie soll über den Dachboden? Wie soll man denn über den Dachboden rauskommen? Na, das war so klar. Mia? Geht die Tür jetzt auf. Ah ja. Danke! Mia ist mein Dietrich. Ja, gut, den Kram kennen wir jetzt ja schon. Ich komme jetzt ja auch nicht nochmal, warum sollte ich auch nochmal runter? Hier ist noch nichts Spannendes mehr. Ich weiß nicht, wie viel mir diese Axt wirklich hilft. Aber es ist gut, sie in der Hand zu haben. Kann ich da sowas? Nee. Ich dachte, da klopft einer zurück. Ja, warum sieht man sein Gesicht nicht? Der Fisch ist mir noch nie aufgefallen. Der ist ganz geil. Wow, raus! Ruhig auch virtuell aufräumen. Okay, dann gehen wir mal zum Dach. Ne? Aber wir haben ja immer noch keine Sicherung eingebaut. Aber vielleicht haben wir die ja gerade... Nee, es geht immer noch nicht, oder? Da leuchtet immerhin was. Ja. Boah, nach der Nummer kann man auf jeden Fall kurz mal abspeichern.
Bei euch alles gut? Ja. Na gut, dann wird die wohl unten irgendwo sein. Ich meine, wo sind denn die ganzen Tapeten hin? Ist das alles abgefallen? Da habt ihr einfach schlechten Leim benutzt. Das Gerümpel könnte man so easy... Was ist da drin? Das ist wahrscheinlich wirklich normaler Müll. Leichenmüll haben sie unten. Ah, shit, genau. Ich habe jetzt das Schneid... Oder? Ist Schneidzeit? Ich glaube ja. Da kann ich ja jetzt dahin. Schneidzeit. Oh shit, die sieht meine Axt schon. Das ist immer, wenn ihr Serienkiller seid, achtet darauf, das ist ein klassischer Fehler von Serienkillern, dass sie ihre Waffe zu früh zeigen in Schattenform. Dann weiß ja jeder, was kommt. Lieber irgendwie... Ne, was? Keine Hand? Ja, mach lieber so. Nee, aber ernsthaft jetzt. Ach, ich habe sogar so. Okay, das ist wahrscheinlich besser, ne? Ja, das ist exakt die Kopfbedeckung, die ich gerne jetzt für dieses Spiel hätte. Okay, und wenn ich hier bin, kann ich auch gleich nochmal abspeichern. Komm. Das gibt mir wirklich ein Gefühl von Sicherheit, gespeichert zu haben. Dann weiß man irgendwie, okay... Ja, irgendwie, es gibt einem wirklich Sicherheit. Ich weiß auch nicht. Eigentlich ist ja Quatsch, ne? Ich meine, ob ich die Minute jetzt neu spiele oder nicht. Ach nein, ich Idiot. Deswegen auch. Deswegen ist nichts passiert. Ich muss ja erst... Ich würde eigentlich gerne rennen, aber ich traue mich nicht und zum anderen kann ich es nicht. Ich kann hier nicht rennen. Der Rennbutton ist hier abgestellt. Die wollen nicht, dass du rennst. Außer dann, wenn es musst. Und du sollst hier schön in Ruhe durchlaufen, bis sie dich treiben. Dann darfst du auch gerne ein bisschen rennen. Alter, zieh das Ding noch raus. Mach doch was. Oh, shit. Jetzt sehen wir mal, was du willst. Boah, ich habe so viel vergessen von Resident Evil 7, aber daran erinnere ich mich jetzt gerade. Das ist ein guter Arm. Du musst so dringend was mit deiner Hand machen.
Hand. Oh shit, ey. Der Feind kann keine Knöpfe mehr drücken, mit so einer verletzten Hand. Ich höre sie doch schon wieder. Oh, jetzt kann ich rennen. Jetzt hat er das Rennen gelernt. Okay, gut. Bin mir nicht sicher, ob das Zielen so funktioniert. Ah, ich muss quasi Zielen aktivieren. Einmal aktivieren, dann kann ich ballern. Und dann, weiß ich auch nicht, kann ich die so benutzen? Hand! Ich habe sie mal mitgenommen. Ich war nicht bereit, sie aufzugeben. Alter, das kann nicht gut sein. Okay, komm, mach mal so einen hier. Na, immerhin. Ich kann es aber noch nicht glauben. Jetzt habe ich hier nur rede ich in diesem Stumpen rum. Du hast gerade alle meine Tinder-Chancen. Hast du mit einem Hack hast du die verhindert? Kochblock. Kann doch nicht gut gehen, da hochzukommen, oder? Das wird doch nicht klappen. Was? Okay, okay, okay! Oh Mann, ich das Ding! Lass mich in Ruhe! Was? Oh nein, du bist so rein! Hack, 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 hack! Ich bin verantwortlich! Hack, 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 hack! Hack, hack, hack! Halt's Maul! Hack, hack, hack! Hack, hack! Hack, hack! Wir machen was durch, ne? Wir beide. Wir machen das durch. Hack, hack. Nee, geht nicht mehr. Kann ich die mitnehmen? Du lässt sie doch nicht liegen! Willkommen in der Familie! Du Stück! Alter! Heute gibt's nur auf die Backen! Oh. Boah, ich brauch kurz was zu trinken. Der Hardcore-Shit, ey, hier. Jetzt ein bisschen was kaputt durch die Modisierung, durch das Modding. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Hast Arbeit zu erledigen. Shit. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er kommt nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Geh mir aus dem Weg, Margaret.
Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Ist das koscher? Komm schon, komm schon. Er ist auf mich, Er isst es nicht, Jack. Er isst es nicht. Halt, verdammte Maul, Marguerite. Ich hab das für ihn gemacht. Raus, ihr Verdammte. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er isst es nicht. Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Oh, nee, komm. Au, au, Auge, Augen. Oh, komm. Komm schon. Verdammt doch mal. Ich wette, es ist wieder dieser Kopf. Verdammte Schweine. Ich komme zu dir zurück. So ekelhaft. Das ist wahrscheinlich das ekelhafteste Abendbrot, was ich je gesehen habe. Oder Frühstück? Ich muss hier raus. Oh, ist vielleicht da irgendwas Gutes dabei? Das ist ja wirklich nur Dreck. Da ist ja einfach, guck dir das mal, dieses Quabbelding an. Was soll denn das sein? Sind das Finger? Ach du Scheiße, das sind Finger. Oder? Das ist ein Arm. Aber wie kriegt man einen Arm, der doch eigentlich relativ appetitlich aussehen sollte, so hin? Dass der so aussieht. Oma, was hast du denn hier gemacht? Ist das dein Werk? Kannst du dir nicht mal Kochen beibringen? Zumindest mal so ein Söschen. Boah. Säge, Seil, Tierhalsband. Oh. Ja, meine ganzen Items haben sie mir weggenommen. Ach, oh, nee, oh, da sind ja schon wieder so Fingerchen drin. Ey, das, wie kriege ich, aber dann noch so Bohnen dazu, ne, und ein Bier. Oh, das ist gut. Ein Kraut. Ha, Sauté. Das ist ein Rezept, ne, 50er, fleischig. Sauté. Ja, immerhin machen sie ab und zu auch mal also, weiß nicht. Musst du dann wirklich noch sauber machen, wenn du eh schon irgendwie, wenn das Ekelhafteste, was du da drauf machen kannst, eh darauf landet, also dann kannst du es auch eigentlich einfach eintrocknen lassen. Ist vielleicht eine ganz gute Schutzschicht. Mein Gott, ich muss hier so dringend raus. Das gute Silber. Ja gut, dass hier eine Menge Leute ihre Stiefel verloren haben, das wissen wir mittlerweile.
ich habe ja wieder, ich habe keine Axt mehr. Dafür brauche ich, nehme ich an, ein Messer. Duct Tape, das ist zu hart. Das kriege ich nie ab. Ich versuch's erst gar nicht. Auch nicht mit dem Haken hier oder mit hier diesen Stückchen oder mit irgendwas anderem scharfkantigem, verdammt nochmal. Duct Tape. Der ultimative Schutz. Da könntest du doch easy rauskommen, denke ich mir dann immer. Warte mal, ich drehe mich gerade mal anders hin. So. Hier komme ich nie weg. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Keine Zeit ist zu lesen. Aber ein bisschen eitel sind sie schon, wenn sie sogar die Nachrichten über sich selbst sammeln. Finden sich schon ganz schön geil, ne? Oh, die Irren im Wald. Guck mal, was wir alles machen. Säcke voller Organe, wir essen den Scheiß sogar. Deswegen wollen die auch gleich zugucken. Die wollen einfach jemanden haben, der das bestätigt. Die brauchen die Kampfdaten. Nee, natürlich nicht. Da drin ist noch ein Foto. Wenn ich halt wüsste, wo der Typ rumläuft. Der macht mir einfach krass Angst jetzt. Kenne ich nicht. Da muss man Gewicht dran hängen. Schon ein bisschen Angst jetzt, weil ich nicht weiß genau, was passiert, wenn er mich erwischt. Ich habe auch echt nur noch ein Kraut. Guck, guck. Und ich kenne seine Laufwege auch nicht. Okay, ich schleiche jetzt einfach durch. Komm, es bringt ja nichts. Ha, ha! Ich sehe dich! Alter, du machst ja deine eigene Scheiße kaputt hier. Wie soll ich das ersetzen? Ich warte. Das macht echt Spaß! Deine Zeit! Oh.
keine Angst. Mach das schon! Mach das Ding! Ich bin ein alter Mann, Junge! Du kannst es nicht mit deinem alten Mann aufschauen! Lass mich kurz herunter! Dann sage ich Ihnen, was ich meine! Hab deine Spaß da unten, Junge! Ich komme später zu dir zurück! Alter! Oh! Alter! Die machen einen so fertig! Die hetzen einen so durch! Oh, was habe ich mich erschrocken, ey! Das Schlimmste vor diesem Spiel war das Schlimmste Alien Isolation. Und das ist genauso schlimm. Da wird man auch gejagt vom Alien. Und es ist immer dann da, wo man es nicht erwartet. Und hört einen und ist smart und man muss sich verstecken. Und hier ist es genauso. Ich gehe jetzt auch mal ein bisschen in die Hocke, ne? Ist ja mein Charakter mehr oder weniger auch. Er besteht nur aus Bein und Fuß. Er hat den Fuß original hier. Okay, komm. Au, die will ich haben. Die will ich haben, die will ich haben. Wie kriege ich die? Schuhe. Okay, ich kriege die nicht, ne? Scheiße. Irgendwann muss ich da von außen kommen. Okay. Eieiei, wie ist denn meine Energie? Ich sehe nichts. Sieht eigentlich noch okay aus. Obwohl, nee, ich bin rot, ne? Ich sehe das gerade so aus dem Rand. Ja, jetzt ist schon besser. Man sieht es so ganz leicht im Rand. Als ob der nicht weiß, wo die Scheiße rauskommt. Kann mir doch auch keiner erzählen. Also wer so wäscht, der kann es auch ganz lassen. Wenn das am Ende rauskommt, wenn du die gewaschen hast, oder habt ihr die vorher so aufgehängt? Ja. Die Bakers. Eine vorzüglich müffelnde Familie. Karte des Haupthauses. Ich brauche die nicht, denn ich hau ja gleich ab. Was andere? Flüssige Chemikalie. Den hatte ich doch vorhin auch in meiner Hand. Hätte ich den einfach behalten können. Ja, das sind die Rechnungen und die Quittungen. Schön aufheben alles. Also auf der einen Seite leben die wie eine normale Familie weiter, auf der anderen Seite sind sie völlig wahnsinnig. Das ist wichtig, ne? Den kann man bestimmt... Ne, Dietrich. Na endlich. So, wie viel Spiel haben wir überhaupt? Kurz mal gucken. Ich kann das gar nicht sehen. Moment. Da, ey, so schwer zu sehen. Alter. 19 Uhr. Okay, ich habe noch 2 Stunden Zeit ungefähr. Eher 1,5. Das ist gut. Ach, der Kurs wollte ich gerade sagen. Der Puls ist auch wieder okay. Also stellenweise ist es wirklich, ich meine nicht. Habe natürlich auch eine Erregung dadurch, dass ich mich bewege. Aber das ist schon auch pure, blanke Angst. Ich frage mich echt, was meine Nachbarn gerade denken, die mich die ganze Zeit schreien hören. Oh, da ist ja noch eine Kiste.
So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Hör still und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Okay. Ich habe natürlich Angst, dass ich den direkt kaputt mache, den Dietrich, weil ich gar nicht genau weiß, wie man das mit dieser Steuerung löst. Antike Münze. Na gut. Schön wäre, wenn hier auch die Pistole wäre, wenn ich mal ehrlich bin. Was haben wir denn jetzt? Wir brauchen immer noch ein Gewicht für die... Wir brauchen immer noch ein Messer. Ja, alles, was wir haben, ist dieser Dietrich. Ich glaube, der ist jetzt auch weg, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber der kommt erst wieder, wenn er uns richtig erschrecken kann. Wir sind jetzt schon zu abgehärtet. Diese Nummer da eben, die hat mich fertig gemacht, ganz im Ernst. Warum tauchte der da... Oh, das ist wahrscheinlich... Ja, nee, ist eine Frau, ne? Ist die Mrs. Baker vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber die hatten ja auch zwei Kinder auf dem einen Bild. Da muss der Rumpf eines... Zentauren muss dahin, also ein halbes Pferd. Ah, das war der Sohn, den wir ja eben schon gesehen haben. Ich nehme an, der hat gar nichts Schlimmes gemacht. Das sind eigentlich ganz nette Leute gewesen, bis sie halt verrückt wurden. Alter, da habe ich mich so schön hier versteckt. Dreh mich einmal rum. Muss ich wirklich erstmal verarbeiten. Aber das ist das Spiel. Das wird einem die ganze Zeit in Resident Evil 7 begegnen. Immer an den Momenten, wo man es wirklich nicht will. Und mit jedem einzelnen der Familienmitglieder. Wobei ich nicht weiß, was mit der Oma eigentlich ist. Die Omsen, hab die lange nicht mehr gesehen. Also ich meine, sitzt die noch da? Okay, so. Sobald wir... Was finden, womit wir... Hey! Hey, hier drüben! Ja, Mann! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus! Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay, ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Ja. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt! Garage! Sofort! Ja, mit seinem Was soll Ego ich mit hat man... Messer? Ja, ich hab schon eine Idee. Halt du mal das Maul und lass mich machen. Ich hab schon, ja, mit dem Messer vielleicht. Aber es geht so wahrscheinlich nicht, ne? Da wurde er ganz geil, als man gehört hat, ey, du könntest auch unter Umständen deinen eigenen Namen lesen in der Zeitung. Schon war er Game.
Okay, kann ich denn jetzt auch... Das probiere ich erstmal. Das wäre ganz schön geil, wenn das geht. Nee, leider. Ich finde, das war eine super Idee. Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Mann, Digga! Ja? Hey, das Dorf! Das Stopp. Dorf! Das Stopp. Dorf! Stopp. Na. 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 Mit einer Schaufel, Alter! Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Au, ja! Was soll ich denn hier machen? Ja, ja. Nein. Ja, es ist sehr schwierig mit dieser Steuerung. Weil ich nicht genau weiß, wie ich die Waffe aktivieren kann. Ich werde sie auf jeden Fall hier schon... Ah, ich habe sie ja noch gar nicht, okay. Müssen wir gleich mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, man muss sie mit dem Auto umfahren. Aber ich bin jetzt nicht mehr so an. Hey, wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn, wenn ich Ihnen erzähle... Wenn ich jetzt ein bisschen früher antworten würde... Hey, das Tor! Stopp! Das Tor! Aber warum taucht der so plötzlich hinter ihm auf? Ja. Alter! Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch um. Bringt halt nichts, ne? Mann hat eine Knarre. Weißt du, wie man sie benutzt? Mann, ich hab echt keine Ahnung, wie der hier... Oh nein, ich schütte wieder die Hand. Oh, 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 oh. Lass mich doch einfach in Frieden. Au. Junge, du bist nichts. Nur ein Mann ohne eine Familie. Puh. Oh. Da seht ihr. Oh. Oh. So, ich glaube, ich muss doch irgendwas mit dem Auto machen, ne? Ich muss das gleich nochmal richtig lernen. Also, ich werde direkt mir die Waffe holen. Könnt ihr mit dem Messer auch links die Kiste zerdödeln, aber ich meine, offensichtlich sind die Kopfschüsse nur um kurzzeitig aufzuhalten. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Dorf! Ah. Das Dorf! Das Dorf! Das Dorf! Na! Na! Warum rennt er jetzt nicht? Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen! Voll komisch, dass man jetzt, wo man will, nicht rennen kann. Ich muss doch eigentlich darüber, ne? Der ist aber so lahmarschig. Komm! Ach so! Nee, ich dachte schon, weil ich in der Rocke sitze, aber nee.
Jeden Tag dieselbe Leier. Tut mir leid, Cutscene. Plot Armor. Nein, das musst du nicht weg haben. Alter, ist der stark. Jetzt ist ein DeLorean irgendwie. Fang besser an zu laufen, Junge. Alter, wie soll man denn da rauskommen? Huiuiui. Okay, nochmal. Okay, wir kommen immer ein bisschen weiter. Vielleicht mache ich direkt die Nummer mit dem Schlüssel. Und halte mich gar nicht erst auf mit der Knarre. Wobei, die kann ich ja auch. Erzählen Sie mir, was hier draußen so spät alleine macht. Ich will darüber. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Stopp! Das Tor auf! Stopp! Ja! Ich habe im Chat gerade gelesen, müsste er schneller laufen können, aber wie ihr seht, ich drücke hier das zum schneller Laufen, der rechte Stick geht ja auf. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Geht das nicht. Auto macht. Brrr. Scheißkerl! Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Wo ich denn hinfahren muss. Geil, diesmal hat er es gar nicht geschafft. Ne? Diesmal konnte er mich gar nicht jagen, diesmal konnte er mich auch nicht aus dem Auto. Ah! Oh, doch, er kann mich aus dem Auto rausholen! Oh Mist! Das ist Auto Evil! Ja, ich kann immer noch vorwärts und rückwärts fahren. Beenden wir das, du und ich. Okay. Ich weiß, dass ich selbst bin. Ja, wollen wir eine Spritztour machen? Nein, 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 ja. Nein, nein! Scheiße! Ja, war es für dich so schön wie für mich? Könnte ich mal eigentlich die Brille abnehmen? Ich meine, regeneriert sich, aber die Brille, die braucht er ja. Eieiei, das war aber jetzt ganz schön anstrengend. Und ich habe die Pistole bekommen. Hoffentlich ist der jetzt auch durch. Nein, der ist natürlich noch nicht durch. Oh Junge, schau, was du angestellt hast. Scheißkerl. Ja, endlich. Ich gucke mir uns gleich noch mal genauer an. Aber vorher will ich hier diese Kiste haben. Wie kann ich die... Ah, okay, wie kann ich denn... Da, so. Wenn ich L gedrückt halte und dann kann ich eben hier so switchen. Okay, das ist gut zu wissen. So, mein Freund, jetzt gucken wir dich nochmal ganz genau an. Aha, schön durchgeschmort. Passt auf deinen eigenen Esstisch. Plötzlich gar nicht mehr so bedrohlich, ne? Irgendwie. Da komme ich da jetzt hoch? Oder doch, eigentlich müsste das gehen, ne? Schon wieder! Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Der hört aber auch nicht auf. Eieieiei. Kaufen Sie sich besser keinen Hut mehr.
noch mal gucken, wenn ich hier schon jetzt Zeit habe. Ich meine, das dauert sicherlich, bis der Typ wieder kommt. Aber ich kann, wie gesagt, nicht rennen. Das ist sehr weird. Ich meine, man müsste es eigentlich können, ne? Kurz mal gucken. Nö, also das ist ganz komisch. Jetzt kann ich wieder rennen. Es ist einfach von der Story her, manchmal wird es mir nicht erlaubt. Komisch. Nee, wobei, das ist Quatsch, weil jetzt kann ich auch... Ich kann wieder nicht rennen. Naja, werden wir nicht heute jetzt nicht mehr rauskriegen. Wenn es jemand weiß, könnt ihr es mir gerne nachher mal sagen oder irgendwie zukommen lassen auf Discord oder auf YouTube, weil das ist ein komischer kleiner Fehler, der mir noch Probleme bereiten wird. Nicht rennen können ist in diesem Spiel eigentlich ein Todesurteil. Ah, dich suchen wir. Oh, ist das schwer. Oh, ein richtiges Workout hier. Ah, 3-Punkte-Landung. Also das Rennen ist wirklich komisch, dass das nicht geht. Aber ist für die Spannung natürlich besser. Vielleicht darf man keine Waffe oder Messer ausgerüstet haben. Das ist eine sehr gute Idee. Wie kann ich die abrüsten? Das fragen sich viele. Nee. Nee, auch nicht, ne? Das ist komisch. Das ist aber eine gute Idee mit dem. Doch. Aber seht ihr, eben gerade hat er auch wieder gerammt. Das ist so weird. Warum geht denn das jetzt nicht? Ich brauche das doch. Naja. Das ist halt immer das Problem, wenn man so eine Mod oder sowas benutzt, dass man immer irgendwelche kleinen Bugs hat. Ich würde so gerne wissen, warum er nicht rennt. Ich guck mal gerade in den Chat, ob ihr irgendwas wisst. Siehst du den Chat in der Brille? Nee. Vielleicht kann man nur an bestimmten Orten rennen. Vielleicht bist du im Zielmodus mit der Waffe. Nee, wenn man das so macht, erst wenn ich... Obwohl, ihr habt recht. Jetzt. Shit, Leute, ihr habt recht. Das ist es. Oh, wie geil. Okay. Also, wenn ich das Ding wähle, dann kann ich... Nicht rennen. Okay. Ja, Leute, das ist super. Danke für den Tipp. Und wie kriege ich den wieder weg? Indem ich einfach ein leeres mache? Nee. Doch, oder? Ich muss das mal ausprobieren. Also, ich mache so und einmal nach oben, dann habe ich sie. Mache ich einmal nach rechts, dann habe ich sie nicht. Okay. Okay. Jetzt bin ich hundertprozentig ausgerüstet. Jetzt kann es nur noch besser werden. Hier jogge ich da durch. So, was habe ich denn jetzt bekommen? Erst nochmal speichern, oder? Das ist, glaube ich, die beste Sache. Einmal nochmal da lang. Also wir wissen, der Typ ist unsichtbar und wahrscheinlich die ganze Zeit hinter uns und lacht sich ins abgeschnittene Fäustchen. Also jetzt vielleicht nicht, weil jetzt ist er gerade tot, aber der kommt wieder. Also ich weiß es offen gesagt nicht, aber das wäre ja so ein halber Kopf. Ach nee, warte mal, vielleicht sollten wir vorher noch mal in der Kiste Sachen holen. Denn ich brauche die Schrotflinte schon mal nicht. Dietrich behalte ich, davon eins zurückgeben wäre nicht schlecht. Munition kommt schon noch weg und jetzt kommt die Ochsenstatue. Natürlich, noch ein größeres Haus.
Immerhin essen die eben auch was Normales, auch mal ein Toast. Hier ist es doch schon ein bisschen wohnlicher. Die Arklay-Berge, ne? Die kennen wir alle. Ne, ich will eigentlich zum Besten. Warum kann ich jetzt wieder nicht? Das ist einfach, es bleibt weird. Ich will natürlich jetzt eigentlich das Messer auswählen. Ja, das ist wirklich, es geht nicht immer. Also das wird noch Probleme machen, aber das ist ja irgendwie auch ganz gut. Sonst wär's zu einfach. Schießpulver wird mitgenommen. Ah, okay, diese Münzen, die müssen ja auch noch wichtig werden. Das wird unsere markante Stimme aus dem Telefon sein. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst es vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Das war ja so eine Nichthilfe. Einen Weg aus dem Haus finden. Ach echt? Hier brauche ich drei Wölfe wahrscheinlich. Das wird vermutlich ein Skorpionschlüssel sein. Tja, wenn ich nur ein Schneidewerkzeug wieder hätte. Oh ja, das ist geil. Den Uhrpendel nehme ich mit und gebe ihn drüben an die Uhr. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst, jetzt können Sie es endlich mal lesen. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helden Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Ach, hier muss ein Adler hin. Beziehungsweise etwas, das wir dann hier so drehen, glaube ich, dass ein Adler rauskommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ja. Ich habe so vage Erinnerungen an mein erstes Durchspielen, das ich ja damals mit der PSVR gemacht habe. So, ich werde kurz eine Sache machen, bevor ich zurückgehe, obwohl... Oh. Stärken Schrotflinte. Was? Auch wieder so ein Ding, ne? Ja, okay, war klar. Brauchst irgendeinen anderen Ersatz. Eine Holzschrotflinte, die besorgen wir dir. Ich habe das damals mit PSVR durchgespielt oder die erste Hälfte damit gespielt und da hat es mir schon wahnsinnig gut gefallen, wie das alles funktioniert und bin sehr angetan gewesen und wollte es irgendwann nochmal ganz durchspielen und vor allen Dingen, wenn man es einmal mit VR gespielt hat, es fällt einem auch schwer, das dann irgendwie noch gut zu finden im Singleplayer, also gut zu finden im normalen POV-Modus des Spiels. Es ist einfach eine andere Erfahrung. Außer halt eben, okay, ich muss irgendwie, ich drücke und dann kommt nichts. Aber wenn ich nach oben drücke, er nimmt irgendwie links nicht so richtig wahr. Ja, so, immerhin geht's jetzt. Immerhin weiß ich, wo er uns liegt. Ja, und gerade hier dieses Laufen durchs Haus. Viele denken ja immer, es ist gruseliger, wenn man in VR spielt. Ich habe das immer als Gegenteil empfunden, dass ich es weniger gruselig fand. Natürlich ist es super schockierend und schlimm, gerade wenn man gejagt wird, da kann man gar nichts gegen machen. Aber man hat das Gefühl des Überblickes. Man sieht einfach alles, man kann ja eben so einfach auch mal, auch beim Verstecken kann man noch tiefer in das Versteck eintauchen und sich, ich saß ja hier, ne, an dieser Ecke, sich noch mehr in die Dunkelheit zurückziehen. Das gibt einem dann auch ein Gefühl der Sicherheit. Also es ist wirklich eher so ein Mischmasch.
So, bevor ich das mache, werden wir das einmal noch mal kurz machen und ich werde den da unten auch noch holen. Okay. Analog nach links, nee, links, unten und dann nach links. Es ist irgendwie, Messer wählen ist schwierig. Ja, da muss ich mir vielleicht mal irgendwann was programmieren, dass es einen anderen Shortcut hat. Ja, einfacher mit einem Button, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir haben das Pendel. Diese ganze Stromverschwendung, überall die Lampen an, Kühlschrank offen, denen ist wirklich alles egal. Andererseits töten sie Menschen und sorgen dafür natürlich, dass weniger CO2 in die Luft kommt. Sie sind so, also ökobilanztechnisch weiß ich nicht, wo die Bakers sind. Die könnten fast irgendwo gut für die Umwelt sein. Moment. Jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. Warum ist denn da jetzt plötzlich ein Holz, ein Hundekopf? Wie ist denn das passiert? Warum habe ich eben nicht hinzugeguckt? Ah, okay. Haben wir immerhin den ersten. Oh, ich diesen Raum liebe. Der beste Raum im ganzen Spiel bisher. So, jetzt gucken wir uns den ersten Stock an. Die Oma da sitzt und beobachtet. Als könnte sie kein Wässerchen trüben, aber in Wirklichkeit wissen wir alle, sie ist der Chef. Evelyn, 2014. Die suchen schon ganz schön lange, suchen die sowohl nach wahrscheinlich der passenden Person, als auch die Polizei nach den Vermissten. Ach, sowas liebe ich ja. Was gucken die denn da? Was lesen die denn? They Killed Him. Eine Biografie der Bakers. Ja, viel mehr kann man fast gar nicht lesen, oder? Ich kann zumindest nichts lesen. Cheaters, Creators, Rights? Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich die Texturen wahrscheinlich hochdrehen. Aber immer wieder beeindruckt bin ich von diesen ganzen Regalen. In allen Spielen gibt es Regale, alle werden sie eingerichtet, alle sind sie irgendwie aufwendig bebildert worden, obwohl man ja die meiste Zeit nur dran vorbeiläuft. Deswegen habe ich da so eine gewisse Faszination für, mir das immer anzugucken. Hier zum Beispiel, die hintersten Sackecken da, da die Säcke, da liegt ja auch noch irgendwas. Irgendwas haben sie da hingelegt. Für irgendwas muss es ja gut sein. Es wird schon irgendwas Lustiges sein. Naja, ich kann es jedenfalls nicht lesen. Was ist das da unten? The game glows in the dark. Seht ihr, da ist irgendwas, irgendein spannendes Familienspiel versteckt. Wie so oft in solchen Ecken. Aber man wird es nie sehen, außer man guckt sich die Items in einem Object Viewer oder so an. Naja, im ersten Moment würde ich sagen, die ist gar nicht so schlimm. Aber wahrscheinlich würde die sich genauso, also wenn die auch was von dem Virus hätte oder von was auch immer die anderen haben, dann wäre die doch viel stärker und nicht so schwach. Auf jeden Fall ist es ganz schön traurig, wenn die wirklich zusehen muss, wie ihre Familie so vor die Hunde geht. Oh ja, da kann ich mich auch so ein bisschen erinnern an den Raum. Tatsächlich sah der aus, als hätte er einmal 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft. Einfach groß und mächtig. Nee, aber den Hundekopf könnte ich irgendwann mal abgeben. Ich habe auch schon wieder Itemplatz. Hätte ich eigentlich in der Kiste gleich mal austauschen können. Yeah.
Warum kaufen die so viel Obst, wenn sie es doch dann nur liegen lassen? Oh, okay, das ist wichtig. Das gucke ich mir gleich an. Einmal hier so durchzirkeln. Eigentlich müsste ich vorher vielleicht auch noch mal quasi zur Kiste. Andererseits, mal gucken, kann ich das vielleicht kombinieren mit... Ja. Alright. Kann ich das auch hiermit kombinieren? Nein. Kann ich das damit? Was passiert dann? Verbesserte Munition. Nee. Habe ich lieber mehr Schuss. Das Necronomicon. Oh, schon den zweiten. Fehlt nur noch einer. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Ist auf jeden Fall, bevor die hier wahnsinnig geworden sind. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Kann natürlich auch von einem der Opfer sein. Also die Stimmung. Ist lustig, seht ihr da dieser Ast, der so abgebrochen ist und trotzdem noch so mithängt? Naja, finde ich aber lustig. Okay, ich glaube, das wäre der erste Billardtisch, dessen Kugeln keinen Code anzeigen. Ja, definitiv nicht, sonst wären die nämlich irgendwie auch sichtbarer. Aber du schreist doch gerade so nach ein paar Juwelen in deinen Augen. Nee, es ist nicht diese Art von Resident Evil. Marguerite, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Das klingt schon wieder sehr seriös. Als wäre das für sie so richtiges Business. Okay, es ist Messer-Time. Ja, links, links, nee. Links, links, links. Rechts, links. Oben? Ja, oben funktioniert und dann kommt das Ding. Oh, das muss ich, ja genau. Ah, das ist ja, also wenn ich so mache, quasi ich kann das dafür, ja, es ist halt nicht optimal, das ist, bei manchen Waffen funktioniert, bei manchen ist es Quatsch. So, die VHS-Kassette gucken wir uns gleich an. Vorher will ich einmal... Ja, wobei, vielleicht auch nicht. Ich wollte eigentlich kurz Platz machen in meinem Inventar und die Wolf-Medaillen abgeben. Ah, okay, die beiden Dinger sind ja hier verbunden. Da kann ich vielleicht sogar gleich abspeichern. Oh, das war die Tür. Alter, da geht mir die Pumpe. Ich dachte gerade, hier ist irgendwo einer. Ist das vor oder nach dem Bad? Es gibt keine Badewanne in Resident Evil Spielen, wo nicht irgendwas ist. Ah, die brauche ich gleich. Eigentlich, ja. Ich will die Waffe weg haben.
Warum kriege ich jetzt die beiden komischen Figuren da angezeigt? Das will doch auch keiner. Die habe ich doch nicht auf diese Slots gelegt, oder doch? Habe ich tatsächlich. Bewegen. Nee. Ich will es nur weg. Warte mal, was heißt die? Objekte kombinieren, benutzen, wegwerfen, untersuchen. Scheiße, das muss doch möglich sein, die abzuwählen. Das ist ja wirklich dumm. Das heißt, ich kann das jetzt gar nicht abwählen. Oh. Nervig. Das ist nervig. Da muss man unbedingt nochmal an der Dings arbeiten. Es gibt halt hier kein Digital-Pad, deswegen ist es halt so, wie es ist. Aber das muss doch hier eigentlich wieder wegmachbar sein. Wenn ich das hier mache, ich bekomme einfach kein Feedback. Naja, das machen wir gleich. Das ist natürlich schon doof, dass ich jetzt nicht rennen kann. Ja, komm, wir gucken einmal noch ins Klo. Ich weiß so genau, dass ihr wollt wissen, was da drin ist. Was für ein dämonischer Haufen wurde hier reingeschissen. Oh, natürlich findet man auch noch was. Nice, danke Klo. So, dann gehen wir jetzt halt langsam einmal durch. Höllische Sachen nicht. Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer beim... Das kann ich nicht rennen. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Mann! Durch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst! Alter, los, du Lahm. Da ist mein kleiner Junge! Mann! Ich will doch nur hier drunter. Hat er mich echt noch erwischt? Alter. Ja, wahrscheinlich wird dieses ganze Let's Play daran scheitern. Ah, so. Ja. Jetzt ist das Problem behoben, ne? Guckt euch an, aus irgendeinem Grund, jetzt geht's. Okay, gut, immerhin. Jemand sagt, mein Inventar ist voll. Ach, deswegen. Okay, das kann ich gut verstehen, deswegen wird mir das da reingelegt. Dann werde ich das jetzt aber nicht anmachen. Ich werde hier kurz die Münze noch mitnehmen. Und dann laufe ich schnell erstmal zum Abspeichern und werde diese Wolfsmünzen, was auch immer das sein soll, einbauen. Ketten sind das, ne? Irgendwie so. Ein Relief. Es sieht ganz gut aus bisher. Ich komme voran. Oh, da seid ihr. Da. So ein Ding nehmen wir mit, die Munition nehmen wir auch mit, das Videokassette gucken wir uns auf jeden Fall danach an. Die würde ich mal alle zurück, ups, nee. Und das habe ich nicht noch, ja genau. Nee. Nein. Ja, sieht ganz gut aus, wenn ich jetzt noch das kombiniere. Okay. Jetzt gebe ich ein bisschen was zurück. Na,
darf nicht nur nehmen. Vielleicht sollte ich das Ding doch behalten. Das Ding will ich einmal hier raus, damit es mich nicht weiter nervt. Ach, ich verstehe. Die Slots oben sind automatisch die Slots, mit denen man die auswählt. Okay, ja. Ja, ja, okay, deswegen hatte ich keinen Platz mehr. Deswegen hat er die da sortiert und deswegen konnte ich dann irgendwann nicht mehr zurück aus dieser Handbewegungsgeschichte. Das ist ja sehr interessant. Okay. Habe ich verstanden jetzt. Ich muss mal gucken, dass ich nicht auf das Kabel trete. Das ist sehr empfindlich. Und die kosten auch 120 Euro. Und einmal ist es schon kaputt gegangen. Bis heute habe ich keinen Ersatz bekommen. Musste mir ein neues kaufen. Okay. Da muss gleich diese Statue oben von der Badewanne hin. Ich frage mich nur. Gucken wir erstmal mal. Ach, das ist der Schlangenraum, der geht auch nicht auf. Nö, ich muss schon hier lang. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Ah, auch wieder das Puppenthema, da kommen wir auf jeden Fall später natürlich wieder zurück zu. Oh, die kommt ja wirklich hinterher. Na gut, was soll ich mit der Tür diskutieren? Die wird schon wissen, warum sie zugeht. Hier drüben, Mami. Oh. Mein Gott, was ein Gewulster. Schnauze voll davon, die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene, außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen? Überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Ah, ich spinne schon wieder da, wenn ich das sehe. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Verstehst du es einfach nicht? Oder kümmert es dich einfach nur nicht? Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushecken. Ich weiß, dass ihr etwas plant.
denkst du, ich weiß? Du warst ein böses Mädchen. Shit. Ich dachte, ich wäre hier sicher. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach nicht oder kümmert es dich einfach nur nicht? Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushecken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Nicht hierher. Oh. Warum müssen es immer Spinnen sein, verdammt nochmal? Ja, was denn? Mach doch. Kann ich hier nicht weiter? Das ist ein geiler Effekt, ne? Hier sieht man wunderbar einfach den Mehrwert von VR. Schon besser. Schon irgendwie ganz geil. Okay. Puh. Hier ist wahrscheinlich dieser Wasserschaden auch, von dem in dem einen Text zu lesen war. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal.
Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen und du passt verdammt nochmal nicht auf! Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Wir sind uns immer so einen Schritt voraus. Die Dämmung komplett durchgesippscht. Stiefel überall. Das ist mit diesen Stiefeln halt echt so ein interessantes Ding, weil es einen natürlich an die schlimmsten Zeiten erinnert. Wenn Stiefel gestapelt, wo Stiefel gestapelt werden, stapelt man irgendwann auch Menschen. Ah, komm. Dann lebe ich jetzt halt hier. Das ist unsere Freundin mit ihrer Tochter. Wo denkst du, dass du hingehst? Ethan, bitte! Ethan, nein! Alter. Was haben sie dir angetan, Mia? Oh, komm, gib mir einmal links. Alter. Gib mir ein Messer. Ja. Was habe ich denn jetzt bekommen? Nur die Kassette? Na, die hilft mir auch nicht so viel. Okay. Ja, ich brauche ja immer noch die Badewanne. Das war's. Vielleicht sollte ich aber jetzt doch nochmal besser abspeichern, oder? Ich glaube ja. Jetzt habe ich schon wieder so viel gemacht.
dass das nicht verkehrt wäre. Die Oma sitzt weiter da. Ich könnte ja auch über den Treppenabsatz springen, aber der hat mir letztes Mal Schaden gemacht, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst. Das ist so laut. Aber da das ja vom Vater Baker die Area ist und der ja erst kommt, sobald ich diese Badewanne benutze, kann ich hier in Ruhe speichern. Oh, kurz ein kleines Päuschen. Na, ich sehe den Chat nicht, liebe Menschen. Man kann das auch, gibt wohl auch irgendwelche Geschichten, wo ich den Chat eingeblendet bekomme, aber der würde mich hier total ablenken, weil es ist halt Horror und dann hast du die ganze Zeit so, aber kann man erstmal wieder den Puls runterbringen. Nein, Puls runter. Oh, wenn du im Mod-Menü Decoupled Camera Pitch unter VR aktivierst, dann sollte die Kamera in Cutscenes angenehmer sein. Sehr, sehr gute Idee. Das muss ich beim nächsten Mal mir noch angucken. Also Decoupled Camera Pitch. Decoupled Camera Pitch. Das werde ich beim nächsten Mal machen. Na komm, einmal in den grünen Bereich noch. Wie spät haben wir? 8. Okay. Machen wir noch ein bisschen. Ganz kurz die Antwort von Quinn da. Braucht man eine Mod für den VR-Modus? Ja, das ist aber eine ziemlich simple Mod. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich werde es nachher zeigen. Es ist so die eine Mod, die immer empfohlen wird und die auch richtig gut ist. Die hat, wie gesagt, nur das Problem, dass sie nicht unbedingt für alle Grabschis gleichzeitig funktioniert. Es ist eher so... es ist eher so, dass man es nochmal neu mappen muss. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, alles passt. Ich habe es ja getestet, aber klar, so Sachen wie das Rennen, das vergisst man schnell, dass man dies nur kann, wenn man eine Waffe hat, weil das Mapping an sich ist ja für den Controller ausgelegt. Ihr könnt es auch mit dem Controller spielen. Naja, okay, so. Okay, Leute, so, es geht weiter. An Jucken. Ich bin richtig schweißgebadet gerade. Auch Angstschweiß, aber auch einfach durch die Bewegung und vor allen Dingen auch... So, warte mal. Ja. Durch das Kreischen auch. Das macht mir eine Angst, sage ich euch. So, machen wir jetzt die Wannen-Action. Mit Wonne mache ich das. Erstmal gucken, was man sonst noch nehmen kann. Hier haben wir schon alles. Jetzt will ich nur noch das. Also wir müssen irgendwie mit dem Ding runterkommen. Da dann in diesen Strahler. Und dann diesen Wolf oder was auch immer das war daraus holen, also erzeugen im Schatten. Ist wieder klar. Ja, ja, I know. Geil. Höllische Sache, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch du sozusagen in der Scheiße steckst. Ich habe keine Ahnung, wie man hier jetzt entkommt. Hier ist halt nirgendwo was zum Verstecken.
andersrum. Oh, nee, jetzt ist er genau falsch rum. Leiser. Wer baut diesen Mist? Oh. Das sieht doch schon alles ein bisschen normaler aus, oder? Muss man fast sagen. Okay, Arzneimittel, die die Sinne schärfen. Ja, alles interessant, aber brauche ich die wirklich jetzt? Alter, seht ihr das Ding hier? Flammenwerfer oder was? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, hierfür braucht man den Dietrich. Ah, okay. Machen wir später. Okay, eine Einkaufsliste. 14. Juni, Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli, 3 College-Studentinnen. Sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. Ja, irgendwas hat Lukas falsch gemacht. 13. August, obdachloser Mann, in 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Ja, die hören einfach nicht auf, ne? Ja, da ist Mia. Ah, okay, nehmen wir immer gerne mit, auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, was ich damit machen kann, weil die Zeit der Münzen wird kommen. Oh shit, da sehe ich doch direkt eine Hand in der Wand. What the fuck? Scheiße, die Rabentür, sie geht nicht auf. Thank you.
drei Frettchen noch für Taxidermie. Okay. Oh, geil, Speicherraum. Weg mit der Knarre. Speicherraum. Geil, hier freue ich mich, hier fühle ich mich wohl. Hier kann ich auch mal den Diederich benutzen. Frage ist nur, wo benutzt man ihn? Hier an der Schublade oder an dem... Oder an dieser Kiste. Vielleicht braucht man für die Kiste aber auch was anderes. Oh, hier kann ich vielleicht dieses Chemische mal benutzen mit dem Kraut. Das haben wir ja auch noch nicht benutzt. Gibt natürlich, wie eigentlich nicht anders zu erwarten, auch so ein Getränk. Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den. Er ist der Schlüssel hier raus. Also den Kopf im Zerlegungsraum. Ja, das klingt auch wie ein Traum, in den ich unbedingt mal eintreten möchte. Da sehen wir uns gleich. Das Gun Journal. Schießen lernen. In drei simplen Akten. Okay. Ihr seid noch da? Alles gut noch? So, jetzt habe ich eine Ruhepause. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Ich würde sagen eine halbe Stunde. Gucken wir doch noch mal, ob wir wenigstens noch diese Wolfs-Relief-Geschichte finden. Aber ein paar Sachen machen mich ja schon noch kirre, dass man immer noch ein paar Sachen hat, die man lösen möchte. Ach, aber das kommt wohl alles zu seiner Zeit. Zum Beispiel, was mit diesen Kisten ist, in diesen Werkzeugkisten. Das sieht schon aus wie der Zerlegungsraum.
könnte man natürlich schon die Texturen besser machen, aber ich habe sie ja auch nicht aufgestellt. Nicht auf hoch gestellt. Natürlich. Es wäre nicht dasselbe ohne einen ordentlichen Leichenkammerraum. Oh shit. Oh, da war der Green. Und ich wollte cool nach hinten. Diese Wesen hier, diese einzelnen Opfer sind. Also ein paar haben es wohl einfach geschafft, in Frieden zu sterben. Ich beneide sie. Und andere, wie dieses Mutantenwesen eben, ja, sind halt irgendwie mutiert, würde ich sagen. Lukas! Ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man eine Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A... und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A und ein Handabdruck. Da war doch eben, da ist doch der Handabdruck. AAC, würde ich jetzt sagen. Wenn es hier irgendwo einen Schlüssel gäbe, würde ich 2A und einmal C probieren, weil der Name von dem Handabdruck C war, Claire. Habe ich 14, das ist nicht genug. Ja! Ja! Hat das jemand gesehen? Hast du das gerade nicht gesehen, mein Freund? Was glaubst du, wie lange du aushältst? Kebabs, Junge! Da blubberst du aus in die Badewanne rein mit dir. Oh, da habe ich irgendeinem was abgeschossen. Schön die Hackfresse abgeballert. Das haben sie alle so verdient. Jetzt mal ernsthaft. Das bringt das Rote. Eigenschaft stärker als normale flüssige Chemie. Ja, keine Ahnung. Dann mache ich erstmal das. Nee, Moment, das ist ja was anderes, ne? Nö, das ist schon die richtige. Okay. Dann machen wir das kombiniert mit dem. Ja, nö. Verbesserte Pistolenmunition. Ich dachte, es gibt jetzt wegen Schrotflintenmunition. LT plus Y. Habe ich nicht. Scheiße, ich kann das nicht machen. Ich kann doch. Okay, okay, gut. War tatsächlich zwei Buttons gleichzeitig. Ja! Ugh!
alles auf meinen Sabberklamotten, ey. Nee, es hat keinen Aim Assist. Ich bin einfach nur fucking gut, Leute. Es ist wirklich so. Es gibt hier keinen Aim Assist. Mich muss man nerven. Okay, ich sehe schon, hier ist irgendwie nichts, obwohl ich glaube, ich muss diese Maschinen doch irgendwie anmachen, oder? Ja, oder eher ausmachen. Naja, kommt sicher in der nächsten Ecke. Hoffentlich kriege ich gleich diese Wolfsgeschichte. Das war ganz schön anstrengend gerade, weil da einfach immer, wenn du denkst, das war's jetzt, kommt noch einer. Und die sehen auch so ekelhaft aus und man weiß, sobald die einmal schießen oder einen Schuss abkriegen, werden sie richtig gut. Jawoll! Okay, in einem dieser Kamine also. Und einen Dietrich habe ich auch noch. Jetzt würde ich eigentlich gerne... Okay, so. Dietrich, Schatzfoto, Skorpionschlüssel. Ah, okay. Habe ich zwei bekommen. Habe ich da keinen Bock drauf? Soll ich nicht erstmal abspeichern? Nee, komm, wir riskieren es. Okay, es ist wieder nur der Schlangen. Schlüssel nötig, den habe ich zum Glück noch nicht. Das heißt, ich muss mir keine Angst einjagen lassen.
Man sieht nichts. Shit. Und das mit den Guten. Fuck. Du dumme Sau, ey. So viel Munition verschwendet. Hier kommen wir später nochmal hin. Mit. Oh, ich habe auch normale Pistolenmunition. Ja, so muss es sein. Ich habe keinen Dietrich mehr. Na gut. Okay. So, seid ihr noch da? Alles läuft noch. Ja, keine Ahnung, warum mein Puls euch nicht beeindruckt. Es ist halt mein Puls. 69. Habe ich immer antrainiert. Immer 69. Wenn ich mal überprüft werde, kann ich dann, dann lachen wir alle. Und dann sage ich, hey, gucken Sie mal, was ich kann. Und dann mache ich noch 420 hoch. Und dann lachen wir alle noch mehr. Und dann sterbe ich. Aber das wird es wert gewesen sein. Gespeichert haben wir. Okay, jetzt bin ich hier richtig, richtig sauber am Start. Jetzt wird hier nochmal der Schlüssel benutzt. Und dann holen wir uns vielleicht noch das Wolf Crest. Nee, so nicht. Das kann ich sehen mit der Waffe. Ja. Oh Mann, das ist so ein bisschen natürlich wie ein Hunter oder Tyrant, so diese typischen vier Glieder, wo ein fünftes dann so irgendwo noch an der Ecke hängt, das ist so typisch Tyrant, finde ich. Aber eben auch Hunter, so dieses amphibische. Okay, komm. Nice. Dafür machen wir das doch alles. Hier brauche ich den Rabenschlüssel. Den habe ich natürlich nicht. Ich habe ja den Skorpionschlüssel. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder durch diese... Komm mal, aber hier ist doch eindeutig ein Versteck. Steroide. Wir hatten hier früher gewohnt. The Rock. Oder irgendein Marvel-Darsteller. Na komm, ihr wisst es alle. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Hä?
Ach, das war einfach nur eine Abkürzung. Tatsächlich. Ja, dann kann ich doch noch mal kurz speichern. Er ist speichersüchtig. Ja, das passiert hier nach einer Weile. Bei mir ist ja der Schlangenschlüssel, das heißt, da kann ich jetzt gar nicht viel machen. Dann gehe ich lieber wieder zurück. Ist hier vielleicht gar keiner und ich habe oben noch eine weitere Tür vergessen. Nee, da unten, da war auch nichts. Ich glaube, ich habe mich nicht verlaufen, ich bin nur... Shit. Gänsehaut! Renn! Da ist mein kleiner Junge! Okay, ich muss irgendwie doch hoch. Oben sind noch welche. Ah! Du Sau! Hau ab! Alter Mann, Junge! Du kannst es nicht mit deinem alten Mann aufnehmen? Es ist vorbei, Junge! Und auf die Fick! Kannst du nicht mal mich hier so ein bisschen? Ich wollte gerade wegrennen. Au, 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 das war's, ne? Okay, wow. Also das war bisher sehr, sehr geil. Richtig spektakuläre, Alter, richtig spektakuläre Geschichten hier. Ich muss jetzt aufhören, weil zum einen ist es bald soweit und ich muss zum Essen. Gönn mir was. Außerdem sind die Mikros bald leer mit allem. Aber ich muss sagen, das war ein passendes Ende und sehr spektakulär. Und mal gerade gucken. Ja, 91 finde ich schon... Finde ich eigentlich ganz schon anständig. Alles über 90 ist bei mir auf jeden Fall auch schon heftig. Dieser Typ, ey. Ich dachte, ich sitze da ganz gut in der Ecke. Aber nee, jetzt muss ich natürlich mit der kaputten Flinte, das ist natürlich der Klassiker, die Flinte muss ich benutzen, um sie auszutauschen. Das ist wirklich der typische Resident Evil-Kram. Oh, und dann habe ich endlich eine Schrotflinte. Die wird mir aber gegen... Papa Baker nicht viel helfen. So ist es immer. Oh, ich muss das wirklich erstmal verkraften. Das ist ganz schön anstrengend. Sowohl das die ganze Zeit stehen, als dann auch so oft so in die Hocke gehen. Und man leidet wirklich so mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte am Anfang kurz 120 Puls. Ja, ey, sicherlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Es gibt sicher Stellen, wo das auch schnell hochgeht. Okay, Leute, ich schicke euch jetzt irgendwo hin. Ihr könnt gerne sagen, wohin. Ich bin bereit für eure Tipps. Ansonsten werde ich das nochmal weiterspielen. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht heute Abend. Da ist es dann, also da habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich dann heute Abend um 1 Uhr, ich kann es ja nicht verhindern, wenn ich dann so rumbrülle, ich kann es nicht verhindern. Das kommt wirklich aus der Uhrzeit, dieser Schrei. Der kommt, bevor ich ihn höre, ist der quasi einfach da und dann denke ich, oh, hast du geschrien. Ich kann das nicht machen, wenn ihr Nachbarn sind, aber ich habe jetzt richtig Bock bekommen und weiß noch nicht genau, wann wir das machen, wann wir es wieder weitermachen. Ich habe jetzt hier natürlich das aufgebaut und werde das auch nochmal spielen. Morgen werde ich allerdings auch, vielleicht werde ich beides machen, aber ich werde auf jeden Fall morgen in diesem Setting auch mit euch Rocksmith Plus spielen. Da freue ich mich sehr drauf. Habe ich ein bisschen geübt und dann packe ich mal die Gitarre aus und dann gucke ich mal, was ich gelernt habe in den letzten Übungswochen. Und am Donnerstag, Freitag bin ich dann wieder in Hamburg und dann am Samstag auch wieder hier und dann spiele ich auch weiter. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn das hier gut ankommt, das auch noch häufiger zu machen. Es ist allerdings ein riesiger Hackmack jedes Mal, deswegen, ich kann nicht immer garantieren, wenn ich zum Beispiel ankündige, dass es auch dazu kommt. Irgendwas war immer, ich wollte gestern Abend eigentlich schon live gehen und es ist einfach ständig irgendwas. Erst lief das Ding nicht, aus welchem Grund auch immer, dann musste ich es komplett neu installieren mit der Mod. Dann musste ich da rumfriemeln, einstellen, dann war es irgendwann 1 Uhr morgens und heute lief es plötzlich wieder nicht und ich musste wieder was machen. Also erwartet nicht immer, dass ich, wenn ich das verspreche, dann auch einhalten kann, weil wenn ich am Abend auch noch, so wie morgen, auch noch was Normales spielen will, macht es das halt echt komplizierter und oft kniffliger und dann irgendwas ist immer, in dem Fall war jetzt zum Beispiel kein Strom für einen der Controller da, weil ich den vergessen hatte aufzuladen. Naja, ist ja auch wurscht, ne? Wollt ihr gar nicht wissen. Ich könnte die Kamera spiegeln, dann stehe ich in Blickrichtung. Das ist eine sehr gute Idee. Wir machen das direkt mal. Die Heartrate jetzt ist übrigens nicht mehr meine. Das ist jetzt einfach irgendwie hängen geblieben. Moment, das ist die, wenn ich die spiegel, das machen wir gleich mal hier. Warum nicht? Transformieren, horizontal spiegeln und dann gucke ich quasi, ja, ist auf jeden Fall okay. So, okay Leute, wir schicken euch jetzt zu Nils, der spielt Subnautica, das ist ein geiler Titel, auf den ich mich sehr freue, dazu zu gucken, während ich mir koreanisches Barbecue reinreibe. Da, ich muss nur Subnow eingeben und dann kommt schon Nils Bohmhoff. So, jetzt begrüßen wir doch bitte mit einem herausragenden Applaus. Einmal bitte Nils Bohmhoff, sagt ihm Hallo, der freut sich tierisch darüber, empfiehlt ihm, nee, ach, er kann ja nicht, er hat ein Problem mit VR, kann ich auch gut verstehen. Und ich wünschte, ich hätte auch eins. Aber ich kann's. Ja, ich kann's halt leider. Ich halte es leider aus und deswegen werden wir uns beim nächsten Mal auch wieder abmühen hier bei Resident Evil 7. Ihr findet es dann auch auf YouTube und so. Euch auf jeden Fall einen schönen Abend noch bei Nils und dann schicke ich euch jetzt rüber. Wir sehen uns spätestens morgen mit Rocksmith Plus. Seid dabei, es wird ganz geil, glaube ich. Hab geübt. Okay. Das war jetzt erstmal das Ende. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es mit diesem Video, mit dieser Reihe weitergehen, weil es macht enormen Bock. Aber erwartet bitte jetzt nicht, dass ich jede Woche unbedingt sofort was Neues an den Start bringe, weil ich eben immer umbauen muss. Manchmal habe ich nicht die Zeit, manchmal traue ich mich nicht, weil ich vielleicht ein Werbeformat am nächsten Tag habe und dann will ich mir hier nicht mein ganzes Setup zerstören. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ich komme so langsam an und verstehe, wie alles funktioniert, kann im Zweifel auch was reparieren. Insofern haben wir dann hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder Spaß zusammen. Ja, aber jetzt erstmal viel Spaß mit den restlichen Videos. Jeden Tag ein Video. Wir sehen uns. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Oh, so ein Sitzen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Dieser Stuhl ist zum Sitzen da.